Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Tiny CR7 und ja, ich habe jetzt irgendwie nicht viel vorbereitet für diese Folge, aber ja, ich hatte auch wieder absolut keine Zeit zu spielen und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch bis zum Ende des Projekts durchführen. Ja, es ist ein bisschen schade, ich muss das Projekt halt jetzt beenden und brauche noch Folgen. Ich will jetzt zwar nicht hinscheißen oder so, aber so ein bisschen beeilen muss ich mich damit eben schon und ja, ich weiß nicht, ich werde versuchen mein Bestes zu geben, dass ich noch was schaffe und so jetzt, ne? Und ja, hoffentlich komme ich auch nochmal dazu, offscreen was aufzunehmen, also oder für Lumash was aufzunehmen halt, dass ich auf jeden Fall für die Folgen auf Ickets hier einen Fortschritt habe. Aber ich weiß noch nicht, ob das klappt. Ja, letzte Folge habe ich ja schon hier den Friedhof und alles gezeigt, ne, mit den alten Projekten, wo ja Tiny CR7 selbst auch schon dabei steht. Und ja, keine Ahnung. Generell, letzte Folge habe ich auch viel wieder geschnitten, denke ich. Da waren halt einige Gespräche dabei, die ich jetzt nicht hier in eine Folge schneiden will und ja, keine Ahnung. Ist dann eben so passiert, aber ja. Also es kann sein, dass die Folge dann dadurch ein bisschen langweilig war, weil ich dann Stellen reinschneiden musste, wo ich teilweise relativ lange still war und nur die anderen über irgendwas geredet haben noch. Aber ja, keine Ahnung. Das war dann eben vielleicht noch besser. Und ah ja, hier hat Nils Kevin noch versucht, so einen Kopf aufzuhängen, aber den braucht man eigentlich nicht. Ja. Der kann dann erstmal weg oder so. Ja, und dann haben wir hier auch noch diese rote Teppiche und so vom Roleplay, ne? Das war irgendwie noch übrig. Ich kann die ja, soll ich die in die Roleplay-Kiste tun? Ich weiß es nicht. Irgendwie sind die, glaube ich, da fehl am Platz. Ich lasse die mal irgendwie im Inventar oder so. Und ich würde sagen, ich gehe nochmal zur Geheimbase oder so und mach da ein bisschen was. Alter, was ist das denn hier schon wieder? Warum ist denn hier schon wieder alles im Argen? Ich weiß es nicht. Denkt er hier, Rietze, der das fiel mir nicht auf oder so und hat das einfach mal geändert zwischendurch oder was? Also ich weiß ja nicht. Ich gehe erstmal rüber hier, würde ich sagen, ne? Ein paar Sachen habe ich mir geholt und ja, da kann ich jetzt unten in den Keller gehen. Jedenfalls, was ich auch letzte Folge schon mal kurz angerissen hatte, aber was noch nicht so wirklich jetzt erläutert wurde, ist folgendes. Und zwar wird es bald ein Mini-Craft Attack 5 Projekt geben auf meinem Kanal. In der ersten Folge davon habe ich dann auch nochmal gesagt, die habe ich schon aufgenommen übrigens, dass das Nachfolgeprojekt von Kyojins Projekten damals ist, ne? Also die Reihe, die es damals gab, wird quasi fortgeführt. Hätte nicht gedacht, dass es mal passiert, aber Street hat eben mal wieder Bock gehabt auf ein Projekt und ja, da ist uns irgendwie kein besserer Name erstmal eingefallen, ne? Oder ja, es hat eigentlich auch ganz gut gepasst im Allgemeinen, da haben wir es dann einfach genommen und ja, da gibt es jetzt eben nach langem endlich mal die Fortsetzung. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin gespannt drauf auf jeden Fall, ne, wie das so wird. Ich denke, vom Feeling her wird es so ein bisschen wie früher. Mal schauen und ja, dann gibt es vielleicht wieder so ein bisschen mehr Themenfolgen, weiß ich noch nicht. Ja, täglich werde ich es dann auch nicht bringen, aber es wird auf jeden Fall auch dreimal die Woche kommen, so wie Tiny CA eben aktuell. Und ja, dann mal gucken, ne. Also im Januar auf jeden Fall noch einmal die Woche und danach eventuell seltener, das weiß ich noch nicht. Dreimal die Woche meine ich, ja, Entschuldigung. Und Februar dann auch noch dreimal die Woche, aber ab Ende Februar, Anfang März dann nur noch zweimal oder so, mal gucken, ne. Ja, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen, ne. Die Folge kommt ja irgendwie im Dezember, und ja, da ist ja noch ein bisschen Luft. Und das ist jetzt die 56. ne, genau. Mit Rietze nehme ich wahrscheinlich gleich heute auch noch eine auf. Ist jetzt ein bisschen blöd, die letzte Folge ist jetzt schon wieder 3 Tage her. Ich wollte eigentlich gestern schon die Folge hier aufnehmen, aber ich habe es einfach nicht geschafft und ja, ist sehr ärgerlich. Also ich weiß nicht, ich nehme halt dann sowas immer vor und wenn ich es nicht schaffe, dann hasse ich mich selbst immer dafür, keine Ahnung. Das ist immer absolut nervig, ja, weil es eigentlich simpel ist und ja, keine Ahnung. Was eben mich auch ärgert, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was offscreen vor der Folge machen und hätte ich gestern mehr Zeit gehabt, hätte ich es auch gemacht. Aber ja, ich habe ja dann nicht mal mehr die Aufnahme geschafft und wie soll ich das dann noch machen, ne? Ja, jedenfalls hier geht's runter, ne? Ich habe mir schon den Block genau gemerkt hier. Und ja, dann gucken wir mal. Ich gehe mal ja einfach rein und dann schaue ich mal, was ich so machen kann. Ein bisschen hatte ich ja auch noch ausgehoben nach der letzten Folge. Hier brennen auch noch die Öfen, genau. Und zwar war es ja so, dass ich noch das ein oder andere weggekloppt habe. Da unten, genau, hier. Also ein bisschen vergrößert das Ganze. Hier sollte ja so eine Art grüner Bereich hin, habe ich mir gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe auf YouTube jetzt, aber
ja, das soll eben dann so grünlich werden und so. Und ja, mal sehen, wie das wird. Ansonsten, ja, ich wollte noch ein bisschen was sagen zu dem Schnitt der Folgen irgendwie. Was mich aktuell ein bisschen stört, ich komme zum Beispiel nicht dazu, die Folge 29 zu schneiden. Das war ja mit Julius G-Man. Und ihr habt die hoffentlich auch schon in geschnittener Form und alles gesehen. Das Ding ist, ich hatte die eigentlich nur für Lumash aufgenommen. Und da eben auch mit OBS. Dadurch wurde die Datei dann auch nicht so groß. Aber das Problem war dann eben, dass Julius G-Man viel zu leise war und ich das nicht mehr im Nachhinein skalieren kann mit meiner Stimme, die dann entsprechend laut war. Und ja, das ist halt ein Punkt, der mich extrem abfuckt irgendwie und der mich auch so ein bisschen demotiviert, die Aufnahme überhaupt zu schneiden für den Kanal hier. Aber ich wollte eigentlich unbedingt hierfür auch eine Folge haben mit ihm nochmal und deswegen wollte ich diese Aufnahme verwenden. Und ja, da komme ich aber aktuell überhaupt nicht voran. Also langsam muss ich die Folge mal schneiden, damit ich die auch mal hochladen kann, ne? Ja, und irgendwie kriege ich mich selbst dazu nicht in den Arsch getreten. Ich weiß nicht, ey, das nervt mich einfach nur. Ja, es ist halt auch kompliziert zu schneiden. Ich meine, ich muss eine Stunde irgendwie runtercutten auf 10 Minuten. Und da ist auch schon mal anstrengend. Ich hatte irgendwann zwar schon mal angefangen damit, aber ja, habe das eben nie so wirklich weitergeführt. Keine Ahnung, ne? Ist halt so gekommen und ja, was willst du machen, ne? Wenn man halt demotiviert ist. Ja, ich weiß nicht. Es ist auch in einem anderen Programm als mein sonstiges Schneideprogramm. Und da muss ich auch sagen, ich will das eigentlich mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, am Laptop schneiden, ja? Das war immer so mein Ziel. Also, das Ding ist, auf meinem Laptop funktioniert halt der alte Movie Maker, den ich sonst immer benutze, ne? Ja, Schande, würde ich sagen. Keine Ahnung, was man dazu sagen will. Jedenfalls, er funktioniert auf dem alten Laptop nicht. Und deswegen, ja, kann ich da zum Beispiel die normalen Folgen gar nicht schneiden, weil ich die ja immer mit dem Movie Maker mache, ne? Weil ich das da eben alles viel besser anpassen kann, etc. Und ja, einfach besser damit umgehen kann. Und ja, der neue Movie Maker funktioniert aber, also der von 2012. Und das ist auch der einzige, der die MP4-Dateien frisst, die ich eben hier habe. Und ja, deswegen muss ich den dann eben nehmen, das Programm zum Schneiden. Und das ist aber halt ein bisschen schwierig am Laptop, weil ich denke mir immer so, ja, wenn ich schneide, dann am Laptop, ne? Das ist so mein Gedankengang. Und das Ding ist, ich habe irgendwie nie Zeit, ja, dann das zu schneiden, ne? Weil wenn ich zu Hause bin und was schneide, dann schneide ich halt lieber die normalen Folgen so, weil die am Laptop eh nicht gehen. Und ich will mir halt das irgendwie aufheben, ne? Bis ich irgendwann mal in einer Situation bin, wo ich hier Zeit habe zu schneiden am Laptop, ne? Und einfach, ja, das machen kann. Aber ja, ich glaube, dazu wird es nie kommen. Und deswegen, ey, ich hoffe, ich krieg das mal hin, das jetzt ordentlich zu schneiden. Ja. Ist halt echt so eine Sache, diese eine Folge, weißt du, da kaue ich mir schon alles seit Monaten, ja. Das ist nicht schön. Ich werde sowas auch nicht nochmal machen, ey, ganz ehrlich, so. Mich dazu entscheiden, quasi so eine Folge, die eigentlich für Lumash ist, nochmal zusammenzuschneiden. Also ganz ehrlich, das ist echt viel zu viel Aufwand und ja, ich komme zurzeit eh schon kaum zum Schneiden der Together-Aufnahmen und so weiter. Und ja, da weiß ich auch nicht mehr, wo ich noch anfangen soll, ey, ganz ehrlich. Ne? Geht mir schon alles ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Auch die letzte Folge zum Beispiel, da muss ich jetzt auch wieder relativ viel schneiden. Die Rohaufnahme ging irgendwie 18 Minuten. Und ja, ist auch irgendwie wieder viel. Also, man merkt schon einen Unterschied, wenn die Rohaufnahme so 12 Minuten geht und ich auf 10 Minuten schneiden will, oder ob es 18 Minuten geht. Und ja, das ist halt echt nicht schön. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie hin. Dass ich das relativ schnell oder irgendwie in den Weg finde, ne? Weil, oh ey, das ist echt anstrengend. Aber naja, wir gucken mal. So, erstmal hier alles dingsen, alles ausfüllen und ja, dann muss ich auch gleich tatsächlich los nach dem Video. Ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen den Raum ausgebaut. Ich hoffe mal, das passt so. Ja, ich meine, er ist jetzt nicht sonderlich hoch. Wahrscheinlich werde ich dann hinten noch so eine Treppe nach unten machen irgendwie. Obwohl ich jetzt auch, naja, obwohl das kann ich eigentlich auch hier machen, ne? Ja, warum mache ich das eigentlich nicht direkt? Dann mache ich halt hier noch irgendwie eine Stufe hin oder da. Und dann geht das schon, ne? Da kann man eigentlich was mitmachen. Da nehme ich vielleicht das Holz ja weg, ne?
mach hier irgendwie sowas, keine Ahnung. Und hier so eine Stufe, ne? Und dann reiße ich das alles wieder raus. Ja, perfekt. Da haben wir ja noch ein bisschen gebaut. Ich hoffe mal, ich werde hier noch fertig irgendwie, ne? Denn, ja, das ist halt noch so ein Projekt, was ich abschließen will. Und da brauche ich noch mal Zeit, ein bisschen offscreen zu spielen. Vor allem das Ding ist, was problematisch ist, ich darf halt das Rätsel nie sagen, ne? Dass ich hier eine Geheimbase habe. Und neulich hat das Nils Kevin schon kurz entdeckt, ey. Und da immer, wenn ich mit Rietze zum Beispiel online bin im Discord, kann ich nicht hier an der Geheimbase weiterbauen, weil ich immer Angst habe, dass er online kommt und das sieht direkt, ne? Und auch wenn er mich tötet und ich hier unten spawne, ey, da geht mir auch immer das Herz, ey. Keine Ahnung, ey, wird man immer panisch. Und ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ja, ist schon harter Tobak und ja, ich würde sagen, das wäre es gewesen erstmal von der Folge. Danke fürs Zusehen und ja, tschüss.